Also ich würde mal sagen, wir machen momentan einfach nichts, oder? Okay. Nein, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil das tut uns auch leid. Also du musst eine Sache verstehen, schau mal. Ich bin ein ganz normaler Kunde, okay? Niemand weiß, dass ich hier bin. Irgendwelche fremde Menschen rufen euch an, damit du die Vorgeschichte weißt. Leute haben sogar versucht, mich zu töten. Ich bin quasi so, ich will meine Ruhe. Meine Ex ist mir fremd gegangen, meine Kinder wurden weggenommen. Ich will einfach nur chillen, Musik machen, okay? Ihr habt Anrufe angenommen von Leuten, die mir vielleicht drohen wollen. Und ihr habt bestätigt, dass ich in Villach bin. Und jetzt sind diese Menschen wirklich sicher, dass ich hier bin. Und ich habe jetzt schon alle möglichen... Moment, hör mir kurz zu. Jetzt kommt der Hase. Du darfst niemals als Hotelrezeptionistin überhaupt Auskunft über die geben. Das ist klar, das haben wir jetzt nicht. Und jetzt wissen aber alle, dass in Boca Hotel ich bin. Also das habe ich, also wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass Sie hier sind. Das haben wir auf gar keinen Fall. Also dieses Mädchen ist auf meiner Aufnahme und dieses Mädchen hat den Leuten am Telefon bestätigt, dass ich hier lebe. Erstens. Zweitens, hör mir zu. Hier ist ein ganz normaler Musiker. Er kommt hier rein. Jeder Musiker hat ein bisschen Reichweite. Wenn die jetzt Anrufe kriegen, weil der Musiker wacht auf und sagt, schönes Zimmer, ich darf das ja sagen. Ich darf das sagen. Die googeln diese Wände in KI und wollen mich dann abfacken. Verstehst du? Und wenn man mir als Hotel dann sagt, obwohl ich extra, damit ich euch nicht am Sack gehe, ich will, das ist meine Art Respekt euch zu zeigen. Ich brauche dieses Zimmer nicht. Aber ich habe nur Ruhe in dem größten Zimmer. Ich nehme das, schau. Und ihr sagt mir, dass ihr die Anrufe nicht verkraftet. Nein, wenn ihr so nicht reden könnt, dann ruft mir Managerin, Abla. Also es geht nicht darum, ihr könnt mir sowas nicht sagen. Ihr gebt mir das Gefühl, dass ich der größte Nutzensohn bin damit. Das wollen wir jetzt. Wie kannst du mich aus dem Hotel rauswerfen, weil jemand anruft? Na, also ich sowieso überhaupt nicht, ja? Wie sowieso nicht? Ich denke mal, es ging einfach nur darum, dass man... Also ich kann die Anrufe doch. Der erste Anruf, den ich bekommen habe, da war irgendwas mit Polizei. Da haben wir nicht bestätigt, dass sie jetzt hier sind oder sowas. Das ist uns klar. Das weiß aber irgendwie jeder. Weiß jeder schon. Ja. Das ist klar. Und ich wollte nicht, dass man das weiß. Sie jetzt ihre Anonymität, sag ich mal, genau. Die ist nicht da. Das war's. Ich bin jetzt ein Zirkusaffe. Aber ich kann versprechen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, dass sie hier sind oder so. Also ich habe zum Beispiel das Telefon angenommen und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, keiner hat gesagt, dass sie hier sind. Bro, die... Irgendwelche Großfamilien Araber haben euch angerufen und wollten wissen, ob ich in dem Hotel bin und haben euch verarscht, Mann. Bist du überhaupt geistig beim Clan? Und dann aus Angst von dem, sagt ihr mir, ja, wenn das so weitergeht, werft ihr dich raus.